Was geht, meine Hosen, weiter? Serion auf Dokkan Battle Global. Sowohl als auch JP findet aktuell eine Umfrage statt bezüglich der Super Dragon Ball Heroes Campaign. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video, denn in diesem Video werden wir die Umfrage gemeinsam machen. Und ich würde euch auch bitten, macht diese Umfrage. Die Umfrage geht bis zum 16. Dezember und nach dem 16. Dezember innerhalb von 48 Stunden bekommt ihr 5 Dragon Stones, wenn ihr eure ID eingegeben habt in der Umfrage selbst. Das werden wir gleich sehen. An sich befindet sich ja Dokkan in einer komischen Situation. Es ist langweilig, monoton meiner Meinung nach. Soll aber nicht heißen, dass Dokkan demnächst ausstirbt, dass die Server geschlossen werden, dass die Server runtergenommen werden, so wie in Blazing. Das nicht, Freunde. Dafür verdient oder macht Dokkan als Sketcher Game noch zu guten Umsatz. Aber das ist auch gut für uns, ja. Ich will ja nicht, dass demnächst Dokkan down geht. So ist es nicht. Aber macht euch diesbezüglich überhaupt keine Sorgen, Freunde. Dazu wird es nicht kommen. Vor allem nicht in nächster Zeit. Früher oder später. Klar, kann es immer dazu kommen, dass ein Gacha-Game die Server runternimmt, aber das ist nicht das Thema von heute. Macht euch diesbezüglich keine Sorgen. Trotz dessen, wichtig, nehmt an der Umfrage teil, damit wir unser Feedback geben, weil wir sind uns alle einig, der Content ist lame. Der Content ist zu wenig, er ist gleich, es ist monoton. Ich brauche neuen, innovativen und vor allem mehr Content. Ich habe die Umfrage noch nicht gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich überhaupt irgendwas angeben kann, Sex-Content. Trotz dessen würde ich euch an Herzen legen, bitte macht diese Umfrage. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen oder ihr geht halt sofort in Game rein und macht die Umfrage dann. So, auf der ersten Seite müsst ihr erstmal allgemeine Sachen auswählen. Erste Frage, was ist euer Geschlecht? Zweite Frage, wie alt seid ihr? Dritte Frage, wie oft spielt ihr Dokkan? Habt ihr es vor der Dragon Ball Heroes Campaign gespielt, während der Dragon Ball Heroes Campaign oder danach? Deswegen tippt eines der Antworten an und geht oder gelangt zu der nächsten Seite hier an der Stelle. Reden sollte man können früh am Morgen, aber wir gehen zu der nächsten Frage. Frage 4 ist, gab es genug Content in der Dragon Ball Heroes Campaign? Ich bin ehrlich zu euch, für eine Dragon Ball Heroes Campaign hatten wir schon gut Content. Nicht brutalen, aber gut normalen Content. Dokkan Story Event und das Time Patrol Event. Aber trotzdem war das halt. Normalerweise hätte ich angegeben hier not enough, okay. Aber dadurch, dass ich an sich viel Content will, habe ich einfach die schlechteste Antwort genommen, not nearly enough, also so gut wie gar nicht. Ja, es gab so gut wie gar nicht Content. Wobei ich sagen muss, der Content war für eine Dragon Ball Heroes Campaign in Ordnung, okay. Nicht brutal gut, nicht äußerst schlecht, in Ordnung, aber trotzdem gleich mal bei der Antwort. Dann ist die Frage, welche Events fand ich gut? Frage 5 in der Campaign. Du, ich muss ehrlich sagen, an sich fand ich es gut, dass wir auf jeden Fall ein Dokkan-Event bekommen haben von einem Dragon Ball Heroes Charakter. Story-Event, ja, gehört dazu nämlich an. Und das Time Patrol-Event fand ich auch gut, dass wir wirklich für die Dragon Ball Heroes Campaign ein Time Patrol-Event bekommen haben, ähnlich wie LGE. Deswegen habe ich die angekreuzt. Bei der 6. Frage sollte man sagen, wieso man es gut findet. Ich habe hier angegeben, du, an sich, das hat für eine Collaboration Dokkan bekommen und ein Special Event, so wie das Time Patrol Event. Das ist auf jeden Fall nice. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, und weil die letzten Jahre zuvor gab es sowas nicht, und deswegen fand ich das auf jeden Fall gut. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, Frage 7. Welche Events fanden wir nicht so gut? Du, unter all denen fand ich das Time Patrol Event eigentlich auch gut, so ist nicht, aber ich habe jetzt absichtlich das angeklickt und gesagt, ich fand das nicht gut. Warum? Sage ich in der 8. Frage oder in der 8. Option. Denn ich habe hier angegeben als Antwort, dass sie eine weitere Schwierigkeitsstufe hinzufügen sollen. Das ist jetzt nicht nur speziell wegen dem Time Patrol Event, sondern an sich möchte ich eine weitere Schwierigkeitsstufe, weil für die Spiele, die schon lange am Start sind, ich zum Beispiel, sind die höchsten Schwierigkeitsstufen von solchen Events, die sind für mich trotzdem einfach. Aber wenn man dann noch für diejenigen, die quasi in Endgame-Level sind, noch eine weitere Schwierigkeitsstufe hinzufügt und die da herausfordernd ist für sie, dann ist das nice. Dann nimmst du auf jeden Fall an, sei es auch für Dokkan-Events, dass man zum Beispiel eine weitere Schwierigkeitsstufe hinzufügt. Dafür musst du 50 Stamina verbrauchen. Das Event ist schwieriger, aber du bekommst 14 statt 7 Dokkan-Event-Medaillen. Aber die aktuelle Schwierigkeitsstufe soll ja noch bleiben, ja, dass man Optionen hat. Für Anfänger Schwierigkeitsstufe normal, easy, was auch immer. Dann für jetzt, wie wir es hart haben, die Super 2 oder die 15 Stamina Schwierigkeitsstufe. Und danach halt noch für noch eine Stufe drauf einfach setzen mit Double Rewards oder sowas. Darauf, sowas will ich mal endlich, ne? Weil diese Schwierigkeitsstufe, die letzte, die haben wir schon seit Jahren, ne? Dass sie da die Super 2, Super 3, was auch immer das ist. Da können wir mal gerne mal ein bisschen was Neues reinhauen. So, Frage 9, ob ich gesummelt habe. Im Dragon Ball Heroes Crossover Banner habe ich, yes. Und Frage 10 bezieht sich auf diejenigen, die gesummelt haben, also ja gedrückt haben. Sie wollen wissen, warum man gesummelt hat. Man kann auswählen, du, es gab einen Charakter, den ich wollte, oder es gab mehrere Charaktere, die ich wollte. Das waren die Super Saiyan 4 auf jeden Fall, Vegito. Oder die haben die Sets und Skills der Charaktere gefallen. Es geht also bei...
Ich würde ihnen auf jeden Fall noch Active Skills und so geben. Tatsächlich. Das war nämlich. Es sind geile Charaktere, aber die waren halt trotzdem so irgendwie für die Zeit trocken. Ohne Transformation, ohne Active Skill. Gut, Vegeta hat einen Konter, das hat mir gefallen. Also, ich wollte primär wegen den Charakteren sammeln, wegen den Super Saiyan 4, sag ich mal. Und ansonsten noch eine Frage ist: Du, ich sammle immer, wenn ein neuer Charakter kommt, oder klickst einfach auf Sonstiges. Okay, machen wir mal weiter im Kontext. Frage 11. Seht ihr? Eine sehr schöne Frage. Die Frage ist: Was wollen wir in zukünftigen Collaborations noch sehen? In zukünftigen Super Dragon Ball Heroes Crossover Special Campaigns? Ey Leute, guck mal, das meint nicht vorne. Ich fand das gut, dass wir einen Dokkan mitbekommen haben. Das war neu im Vergleich zu den letzten Jahren. Dass wir so ein LGE-Event bekommen haben mit den Typos. Aber guck mal, was da noch gehen würde. Also, ich habe ja auf jeden Fall geschrieben, dass es eine LR Collaboration will. Du, ein LR Super Dragon Ball Heroes Charakter, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber hier das hier. Man hätte auf jeden Fall Easy Ace raushauen können. Für die allerersten Dragon Ball Heroes Charaktere zum Beispiel. Dann habe ich halt noch angetippt, weitere Story Events, Special Events, das gab es ja auch schon. Events, für die man exklusive Skill Orbs gibt, für die Collaboration-Charaktere. Verdammt nochmal, ja! Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir, wieso gab es das jetzt nicht? Und sowohl als auch EZA. Virtual Dokkan Ultimate Clash, also ein Battlefield in der Crossover-Version. Verdammt nochmal, ja! Rein damit! Wisst ihr, was ich meine? Wieso gab es jetzt nicht? Verdammt nochmal, Explosive Chain Battle Crossover-Version. Ja, wir haben ja schon die Modi, aber macht was damit, wisst ihr, was ich meine? Und Super Battle Road, verdammt nochmal, ja! Super Battle Road Crossover Version, rein damit! Wieso gab's das nicht, wisst ihr, was ich meine? Wieso gab's das nicht? Das war ja schon ein guter Anfang, aber nein! Dokkan ist halt immer so, die warten immer auf Celebration, um was zu testen, um Sachen rauszuhauen, verdammt nochmal, nein! Wöchentlich brauchen wir da das Ding. Wöchentlich brauchen wir Content. Wöchentlich LG-Mission reinballern. Sei es für LG Goku oder hau einfach neu LG Vegeta Freezy Cell raus. Da ich mich auch frage, wieso hat's das Ding noch nicht? Wegen dem Ticketbanner? Egal, dann streich das Ticketbanner für Vegeta Only, Freezer Only. Braucht keiner. Das Goku-Ticketbanner braucht auch niemand. Weg damit. Oder einfach wöchentlich, monatlich die weitere Stages hinzufügen für Super Battle Road und so fort. Wir haben ja so viele Kategorien. Das sind wirklich sehr geile Antworten, Mann. Aber ich habe jetzt keinen Bock, da ein Jahr darauf zu warten. So, wisst ihr, was ich meine? Aber trotz dessen umso besser, dass es solche Umfragen gibt, for real. Oder ob wir noch wollen, Summons für die Collaboration-Charaktere, zum Beispiel so Kategorie-Summons. Und sonstige, ey, ich hau da immer, wo ich was, immer wenn ich was sehe, was von mir reindrücken kann, dann drücke ich das rein. In dem Fall sonstige implementiert Multiplayer Koop. Dokkan ist PvE basiert, okay, und das, damit habe ich kein Problem. Das Spiel ist halt PvE konzentriert, Hauptfokus. Ja, kein Problem, mach das ruhig. Aber wenn du das schon machst, dann schöpf das Ding aus mit einem Multiplayer Koop Modus. Verdammt nochmal, ich sag das so oft. Multiplayer Super Battle Rodo zum Beispiel, ja. Da geht man dann zu dritt, zu zweit rein, jeder wählt seine Charaktere, der Host 3, Leader und zwei weitere und die anderen User, die anderen, die da joinen, jeweils zwei Charaktere, du hast eine Rotation, in jeder Rotation ist ein Charakter von einem Typ, von einem drin und dann wählst du zum Beispiel, okay, bleibt meine Rotation, bleibt mein Charakter auf Platz 1, Platz 2, Platz 3, dann sprecht euch quasi ab, ja, und tut den einen raus und den anderen nicht, müsst euch ja gut platzieren. Wenn einer einen Tank mitnimmt, dann stellst du ihn dahin, wo er viel Angriffe bekommt. Wenn einer einen Damage mitbringt, stellst du ihn dahin, wo er keine Angriffe bekommt. Und Vorteil daran ist, zum Beispiel, ich habe keinen, ich schaffe Extreme Super Battle Road nicht, aber ich habe einen Kollegen, ich habe zwei Kollegen, die haben 100%, keine Ahnung, 100% LR Broly oder so, dann haue ich das mit denen zur Seite. Weißt du, was ich meine? So, wieso hat's das nicht? Oder hat ein komplett neuer Multiplayer-Modus, der Spaß macht. Die müssen sich einfach mal was trauen, for real, nach 5 Jahren traut euch was, 5 bis 6 Jahren. Haut da die Sachen raus. Und letzte Frage oder 12. Frage, ob wir Dokkan Now angeschaut haben, aber sowas von eben. Sowas von haben wir das angeschaut, das ist auf jeden Fall richtig nice. 13. Frage ist, diejenigen, die das geschaut haben, Dokkan Now, wart ihr zufrieden? Ja, geht, nein, ich mach mal geht, denn meiner Meinung nach ist da immer ein bisschen Luft nach oben, wobei sie ihren Job diesmal tatsächlich gut gemacht haben. Es hat mir echt gefallen. Die haben auch probiert, Englisch zu sprechen und so fort. Aber ey, Luft nach oben ist immer am Start. Frage 14, ob du willst, dass es noch weitere Dokkan Now Episoden gibt, auf jeden Fall raus damit. Frage 15, eine sehr interessante Frage. Welche Charaktere möchtest du in der Zukunft sehen in Dokkan Battle? Erste Antwort ist Charaktere, die noch nicht erschienen sind, die es also in Dokkan noch nicht gibt, zum Beispiel Garlic Jr. und so fort. Zweite Antwort, ich möchte neue Raritäten für aktuelle Charaktere haben. Damit könnte man verstehen, dass sie zum Beispiel neue Rarität wollen, LR und höher. Muss nicht sein und ich denke, dass damit nicht gemeint. Damit meine ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gibt einen Charakter, es gibt nur SR or Long und dann willst du halt einen SSR or Long, so, weißt du, was ich meine? So verstehe ich das eher. Und letzte Antwort ist,
Willst du zusätzliche Charaktere mit mehreren Charakteren auf dem Artwork? Zum Beispiel Duo-Charaktere oder Exchange-Charaktere und so ein Fort. Und letzte Antwort, sonstige. Du, hier kann man leider nur eins antippen. Ich würde zu dem tendieren oder zu der ersten Antwort. Bei dem ist die Sache, bei dem frage ich mich, ihr kleinen Säckel. Wieso? Ey, wir haben Exchange-Mechanik, wir haben Unit-Super-Attack-Mechanik, wir haben bla bla bla. Da gibt es nicht mal eine Handvoll Charaktere davon. Hey, hau mal die Charaktere raus. Wieso führt man Mechaniken ein? Aber man geilt mit den Charakteren. Also das ist für mich offensichtlich, ja. Deswegen klicke ich mal das ja an der Stelle an. Charaktere, ich möchte Charaktere sehen, die es noch nie zuvor gab in Dokkan Battle. Und meine Antwort ist jetzt ein brutaler Brainer. Moro. Moro aus dem Dragon Ball Super Manga. Denn damit sage ich den Boys and Girls, ey, bringt mir Charaktere, bringt mir Content aus dem Dragon Ball Super Manga. Rein damit. Und ey, wirklich, ich würde das auf jeden Fall gerne sehen, dass man auch den Manga involviert in Dokkan Battle. Also Frage 16 ist an der Stelle, wenn ihr angetippt habt, dass ihr Charaktere sehen wollt, die es noch nicht gibt, dann sollt ihr Charaktere nennen, sag ich mal. Also, hey, Moro, for real, rein damit, damit ihr auch mal Manga-Content bekommt an der Stelle. Am Ende gebt ihr noch eure ID ein, Leute von heute. Dann drückt ihr das Ding ab, bestätigen und somit habt ihr an der Umfrage dran teilgenommen. Ihr könnt ihr nochmal gucken, okay, was waren eure Antworten. Ich flehe euch an, bitte. Dokkan ist halt eine komische Situation, Sex-Content. Nehmt an der Umfrage dran teil. Ich finde das immer gut, wirklich. Ich finde das gut, dass wir uns entgegenkommen. Dokkan macht das seit einiger Zeit zum Glück mal besser als früher. Früher gab es gar keine Kommunikation. Und sie haben auch im Dokkan, wie gesagt, gemeint gehabt, dass sie jetzt darum kümmern werden, dass sie mehr Events raushauen. Deswegen, Leute von heute, ich konnte jetzt leider speziell nicht tippen. Oder da gab es jetzt nicht wirklich primär eine Frage, die sich an Content richtet. Wo ich dann auch sagen könnte, zum Beispiel, ey, ich will das und das konnte, dies und jenes. Ich hätte vielleicht einfach da hier mal das Sneaky reinhauen können, hätte ich machen können, aber Hauptfokus von dieser Umfrage war Dragon Ball Heroes Campaign und hatten wir trotzdem, denke ich mal, gute Frage- und Antwortmöglichkeiten. Lasst mich wissen, wie ihr die Umfrage fandet, welche Antworten. Ey, falls ihr auch das angetippt habt wie ich, welchen Charakter ihr sehen wollt, den es noch nicht gibt, dann lasst mich wissen, welcher Charakter das ist. Ey, Moro, Dragon Ball Super, rein damit Dragon Ball Super Manga. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.